wird ein neues Video für euch und dieses Mal wird es so rührend. Es wird so, so rührend. Und zwar habe ich dieses Mal Kinder, die einfach mal das Selbstloseste ever gemacht haben und einfach mal so ein fettes, riesengroßes Herz haben für andere Menschen oder Tiere. Also jetzt mal ganz im Ernst, von denen kann man sich eine Scheibe abschneiden. Manchmal denkt man ja, alles ist scheiße, warum gibt es nichts Positives, aber diese Leute beweisen einfach mal das Gegenteil. Das ist so heftig. Jetzt mal ganz im Ernst, sie hätten schon eine Medaille verdient. Auf jeden Fall schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas richtig Selbstloses gemacht habt. Und was war das? Oder was fandet ihr so richtig heftig? Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch ein großes Herz habt. Und wusch. Dieser 8-jährige Junge hat einfach mal mit seinem leider behinderten Bruder zusammen ein Mini-Triathlon gemacht. Wie süß ist das denn? Oh mein Gott, ich liebe ja sowas. Wenn einfach mal Geschwister komplett hinter einem stehen. Komplett. Egal was kommt, dein Bruder oder deine Schwester und deine Eltern stehen einfach hinter dir. Es gibt einfach nichts Besseres. Und er ist einfach mal 8 und weiß einfach schon, wie wichtig das auch für seinen Bruder ist. Und guckt einfach mal, wie die das da machen, ne? Das ist so süß. Oh mein Gott, mein Herz. Wer das nicht schön findet, ich weiß nicht. Dieser Junge riskiert sein eigenes Leben und ist kurz davor zu ertrinken, nur um ein Babyreh vor einer Überflutung in Bangladesch zu retten. Oh mein Gott, das finde ich krass. Guckt einfach mal, er ist fast wirklich am Ertrinken, Leute. Guckt mal, er kann kaum noch stehen. Alter, nur um ein Reh zu retten? Wie viele würden das da draußen tun? Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Das passiert, wenn du Tiere einfach so sehr liebst. Also wenn dem nicht nur Gutes passiert im Leben, dann weiß ich auch nicht, Mann. Ich könnte heulen, so süß ist das. Dieser 9 Jahre alte Junge hat sein eigenes Tierheim quasi in seiner Garage gemacht. Und das soll ein Tierheim sein, ohne dass am Ende irgendein Tier getötet wird oder so. Das passiert nur, wenn du gesehen hast, wie es Tieren in Wirklichkeit geht, ja, wenn du genau darauf achtest. Was für ein großes Herz hat der bitte? Der gibt wahrscheinlich sein ganzes Taschengeld dafür aus, nur um die Straßenhunde da draußen zu füttern. Und guckt einfach mal, wie süß er das gemacht hat. Er hat sogar aus Pappe so ein Tierhaus gemacht, so ein Tierheim. Oh mein Gott. Also wenn die Eltern nicht die ganzen Tiere da in ihrer Garage leben lassen, dann weiß ich auch nicht mal. Okay, jetzt kommt was Krasses, Leute. Haltet euch mal fest. Dieser 8 Jahre alte Junge wurde 2 Jahre lang gemobbt, nur weil er sich lange Haare wachsen ließ. Aber das hat er nur getan, um am Ende seine Haare für Perücken für krebskranke Kinder zu spenden. Er tut mir so leid. Er tut mir richtig leid, Mann. Vor allem, er wurde gemobbt, nur weil er sich die Haare lang wachsen ließ. Erstmal, was ist denn das Problem, wenn Jungs lange Haare haben? Ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Und zweitens, er hat es ja aus einem bestimmten Grund auch noch gemacht. Und davon wussten die anscheinend erstmal gar nichts. Aber dann jemanden schön vorher verurteilen, das finde ich so richtig mies. Und nur wegen langen Haaren jemanden zu mobben, das geht gar nicht, Leute. Das geht echt gar nicht. Ich glaube, das würden sich die wenigsten trauen, auch noch seine langen Haare erstmal so abzuschneiden und sich die auch noch so wachsen zu lassen, durch 2 Jahre lang Mobbing durchzugehen, nur um am Ende ein Kind, was leider keine Haare mehr hat durch den Krebs, seine Haare zu schenken. Das ist so bewundernswert, ohne Scheiß. Er verdient meinen vollsten Respekt. Ich finde, er hätte nicht gemobbt werden sollen, sondern er hätte der Held der Klasse sein sollen und alle Jungs hätten nachziehen müssen, Mann. Oh mein Gott, ist das süß. Dieser kleine Junge versucht im Ernst, dem Hasen da unten hochzuhelfen. Obwohl das so eine Statue ist, wie süß ist das? Aber irgendwie sind die Hasen auch ein bisschen gruselig, oder? Ich meine, was ist das für eine Statue? Warum steht die da einfach? Bisschen creepy, aber... Oh, wie süß ist das? Wie alt ist der denn bitte? 1 oder so? Oh, wie kann man nur so ein großes Herz haben mit 1? Und du willst sogar deiner Statue da helfen. Aber ohne Scheiß, du verarztest auch damals, als du klein warst, deinen Teddybär. Du machst den irgendwelche Verbände drum, weil du denkst, der hat sich irgendwie wehgetan. Du tust alles für deine Kuscheltiere und Spielzeuge. Manchmal sind nicht nur kleine Geschwister nervig, sondern die können auch so süß sein. Dieses Baby versucht, die Tränen von diesem japanischen Politiker zu trocknen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wie geil ist das denn? Die geht am Ernst zum Fernseher mit dem Taschentuch und will seine Tränen trocknen. Oh, wie süß. Und die will es am liebsten knuddeln nach der Aktion, ohne Scheiß. Ey, dass du schon jemanden versuchst, im Fernsehen zu trösten. Das ist total niedlich. Meine 3 Jahre alte Tochter hat ein kleines Mädchen ohne Haare gesehen und sie gefragt, warum sie eine Glatze hat. Ich habe ihr erklärt, dass sie krank ist und Medizin einnimmt, die ihre Haare ausfallen lassen. Und sie hat dann gesagt daraufhin, oh, sie kann auch was von meinen Haaren haben. Ich würde schreien, Mann, wie süß! Oh mein Gott! Sie hat im
Ernst ihre Haare dann abgeschnitten? Für das Mädchen, das leider keine Haare mehr hat. Oh, guckt einfach mal. Sie freut sich einfach mal noch genauso sehr wie oben. Obwohl sie mega kurze Haare hat und viele da, glaube ich, heulen würden bei der Länge. Vor allem, dass sie so spontan auf die Idee kommt und dann sich wirklich die Haare schneiden lässt. Das ist krass. Sie hat es nicht nur gesagt, sondern sie hat es auch gemacht. Die ist knallhart, die Kleine. Okay, ich kann mir, glaube ich, irgendwie schon denken, was passiert ist. Wenn ich das schon sehe, ne? Du hast das größte Herz, wenn du das sogar machst. Auf jeden Fall hat ein Mädchen ihren Regenschirm dazu benutzt, einen streunenden Hund vor den richtig heftigen Monsunregen zu schützen in Mumbai. Oh, ich glaube, der ist so richtig glücklich darüber, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie sieht man Tieren das an. Ich glaube, niemand hätte auch seinen Regenschirm hingehalten, um einem streunenden Hund Schutz zu bieten vor dem Regen. Ich glaube, niemand, oder? Die meisten hätten gedacht, oh, der hat eh ein Fell, das wird wieder trocknen, der wird schon irgendwie Unterschlupf finden. Aber einfach mal hinzugehen mit dem Regenschirm und da stehen zu bleiben und wahrscheinlich auch noch selber nass zu werden. Ey, das ist so süß! Diese Kinder in Kanada haben ihre Jacken um Straßenlaternen gewickelt, um Obdachlosen im Winter zu helfen. Ey, ich finde das gar nicht mal so eine schlechte Idee, ohne Scheiß. Also ich hoffe, die haben einigermaßen große Jacken daran gemacht. Aber ich glaube, das sind von Erwachsenen, die Jacken. Ich glaube schon, nur das links sieht ein bisschen klein aus. Aber ich finde die Aktion echt cool. Ich glaube, die haben da sogar noch irgendwie Handschuhe oder Socken reingestopft in die Taschen noch dazu. Und dann noch so ein Schild dran gemacht, dass es extra für die gedacht ist. Ich hoffe, die Leute, die es auch wirklich brauchen, bekommen das auch. Und ich finde die Aktion richtig toll. Diese Kinder haben einfach das gemacht, wonach sie sich fühlten. Die beiden sind eigentlich komplett Fremde, aber haben sich einfach im Fastfood-Restaurant umarmt. Jo, Digga, einfach mal so umarmt. Ich finde das so süß. Oh, guck die beiden mal an, die sind so klein. Da macht man das noch als Kind. Jetzt so gar nicht mehr. Okay, vielleicht denkt man auch zu viel nach, dass es irgendwelche Creeps sein könnten. Aber als Kind, da machst du einfach. Boah, jedes Mal, wenn ich diese Bilder sehe, ne, mein Herz. Ich finde das so eine krasse Aktion, selbst sein Leben zu riskieren. Das ist so heftig. Guck das einfach mal an. Was ist das auch für eine Brühe? Was muss da wieder für eine Überschwemmung gewesen sein? Dieses junge, kleine philippinische Mädchen hat versucht, ihr Welpen zu retten vor der Überflutung. Und sie ertrinkt da fast selber bei, Leute. Das ist schon wieder dasselbe wie bei dem Jungen mit dem Rehkitz. Nur sie versucht halt, ihren Hund zu retten. Ihren Welpen, den sie wahrscheinlich irgendwie bekommen hat. Oh, wer würde das nicht auch bitte für sein Tier tun? Ehrlich jetzt, du tust alles für dein Tier. Oh, wie süß ist das? Aber das ist auch so krass, ne? Ich muss schon das so aus dem Mund rausspucken, das Wasser, weil das ihr einfach mal bis da oben hinsteht. Echt den vollsten Respekt für diese Aktion. Boah, mich rührt sowas, ne? Ohne Scheiß, mein Auge dreht schon. Mich rührt das total. Dieser Junge bietet den Polizisten einfach mal während eines mega heißen Tages Wasser an. Und für mal jemanden, der das tun würde. Ich glaube, niemand, oder? Oh, der denkt sogar an die Polizisten und die Leute da, ne? Dass es vielleicht verdammt heiß sein muss in diesen Uniformen und diesen ganzen Kram, den die da haben. Und er geht einfach mal hin, kauft Wasserflaschen und verteilt die. Also wenn die nicht das Wasser annehmen, weil die denken, da ist sonst irgendwas drin, dann weiß ich auch nicht, Mann. Das ist dann echt mies. Gänsehaut, Leute. Ich habe jetzt schon richtig Gänsehaut bekommen. Mein Sohn sagt, da sind ein paar Kinder in seiner Klasse, die nichts zum Essen haben mittags. Und dann hat seine Mutter gefragt, warum, wie kommt das? Und dann meinte er, weil sie keine Mutter haben. Kann ich ihnen also etwas von meinem Essen mitbringen? Und da hat die Mutter ihm dann geholfen, so Snacks einzupacken. Ich krieg echt Gänsehaut davon. Oh mein Gott, wahrscheinlich sind das auch irgendwie so, keine Ahnung. Warum haben die keine Mutter? Weil vielleicht die Eltern getrennt sind oder die haben ihre Mutter verloren und so. Oder die Eltern haben vielleicht keine Zeit, den Essen zu machen. Oh, ist das niedlich. Oh, was ist das denn? Wer wollte auch schon immer mal seine Katze so einkuscheln? Ich finde, die meisten Katzen lassen das gar nicht zu. Auch wenn du das gerne willst. Aber, oh, wie süß ist das? Vor allem die Geschichte dahinter, Leute. Jetzt haltet euch fest. Es ist noch nicht mal ein Jahr um, als wir diese in der Nachbarschaft rumstreunende Katze bei uns aufgenommen haben. Und mein Sohn besteht immer noch darauf, dass wir sie immer einkuscheln, wenn sie schläft. Dass sie weiß, dass wir noch leben und nach Hause zurückkommen werden und sie nicht alleine ist. Gebt euch das einfach mal. Aus diesem Grund kuschelt er mit 1000 Kuscheltieren und einer fetten Decke die Katze immer ein. Dieser kleine Junge spielt jedes Mal mit seinem Freund, der leider in Quarantäne ist, im Krankenhaus immer Videospiele. Wahrscheinlich nur, damit er sich nicht alleine fühlt und ja, damit er ihm zeigt, dass er da ist für ihn. Das ist krass, oder? Er ist in Quarantäne. Er darf ja gar nicht raus, nichts. Er ist total isoliert.
Das ist so richtig hart für dich. Versetzt euch mal in die Lage von diesem Jungen. Komplett alleine, isoliert im Krankenhaus zu sein. Das will keiner. Und dann kommt dein bester Freund da an und will mit dir zocken. Das ist cool. Meine Augen sind nass, Mann. Das ist richtig schlimm. Ich musste mich zum Teil echt beherrschen, nicht gleich in Tränen auszubrechen. Wie süß können bitte kleine Kinder sein? Von denen kann man sich manchmal echt eine Scheibe abschneiden. Also ja, wenn die nicht ein großes Herz haben, dann weiß ich auch nicht. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr am süßesten fandet und was war eure heftigste Aktion, die ihr mal gemacht habt, die vielleicht so richtig selbstlos war. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so, so doll lieb. Bye!